So, hallo wieder bei der Resteverwertung. Testaufbauten, immer schwierig zu machen. Wie schnell mal ankleben, ihr wisst ja, Styropor klebt sich schwer. Da ein paar Streichhölzer angespitzt, reingesteckt. Zack, und schon hat man die Sachen in etwas fixiert. Dann gibt es eine wunderschöne Sache. Aluminiumklebeband. Gibt es öfters mal in irgendwelchen Baumärkten auf dem Grabbeltisch, ist eigentlich recht teuer, aber so in Restemärkten verkaufen sie das gerne mal so für die Rolle für 1 Euro. Das Zeug ist recht gut und stabil, klebt besser als Powertape. Ist wirklich eine coole Sache, ist wirklich auch recht stabil, sind 6 Meter im Schnitt auf der Rolle, also damit kann man schon eine Menge basteln. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist super beschichtet. Muss man natürlich auch aufpassen, wenn er den mal geeignet. Also mal eine ziemliche Frickelei. Nicht schön, aber selten. Ich habe es mal kurz zusammengeklebt. Also es ist wirklich recht dickes Zeug, ist wie, ich sag mal, 100 mm Aluminiumblech mit einem recht guten Kleber. Und ihr seht, das ist schon gut stabil, das Zeug. Jetzt kommt quasi im Testaufbau hier die beiden Motoren drauf. Hier die dazugehörigen Propeller. Ja, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, Testaufbau, auch mit demselben Aluminiumband die Motoren befestigt. So, hier haben wir den Reservo dazu, alles angesteckt, Strom ist drin. Schalten wir den mal ein. Zack. Die Fernsteuerung dazu schalten wir auch ein. Strom ist da. Schauen wir mal. An, sagt er, piep, sagt er. Aha, Servo. Also die Motoren laufen. Servo arbeitet auch. Okay, ich bin ein bisschen sehr dicht dran jetzt hier. Aber man kann es sehen. So wie es oft so ist, mitten in der Arbeit fällt ein Motor aus. Wie man sieht, habe ich dann kurzerhand umgerüstet auf einen und der zweite bleibt da. Die wären recht warm, also die einfach nur hier raufkleben ist nicht so das Wahre. Ein Stück Alublech genommen, eine Motorhalterung hier rein, zack, eine Spannhalterung rüber, ein paar Löcher rein. Das Ganze dann damit hier aufgesetzt. Das Aluminium leitet die Motorwärme gut ab und das Ding ist auch recht stabil. Dann einfach hier ein paar Löcherchen zur Befestigung rein. Also ich habe jetzt
jetzt hier einen 1,5 mm Bohrer. Man kann auch 2 oder 3 mm oder 5 mm, je nachdem, was man möchte.